54,4%. Das sind ja schon Zahlen, von denen auch die CSU zu träumen beginnt. Und deshalb geht der Bambi der Leserwahl 1998 an die Sendung 7 Tage, 7 Köpfe. Ich bedanke mich auch an dieser Stelle dafür, dass ich mich nicht bei einer Jury zu bedanken habe, sondern bei den Leuten bedanken dafür, die wir diese Sendung machen. Und ich bedanke mich besonders dafür, dass Sie so gut und so fleißig gewählt haben. Telefonisch, ich habe es selbst 2, 3.000 Mal versucht und ich bin nicht durchgekommen. Und dafür dankt auch die Telekom und alle anderen Anbieter. Darüber hinaus möchte ich noch die trösten, die sich verwählt haben mit dem Wort eines namhaften Kritikers: Nichts trennt Menschen so sehr wie die Verschiedenartigkeit ihres Humors. Danke. Ja, ich möchte mich kurz fassen, weil der Smoking von Feuerstein ist nur bis 12 Uhr geliehen. Ich möchte mich ganz besonders natürlich bei meinen Quickborner Wählern bedanken. Das ist mir eine große Ehre. Und da muss ich vielleicht dazu sagen, dass Mike da nicht richtig auf dem Laufenden ist. Es ist natürlich nicht nur in Quickborn gewählt worden, sondern in ganz Deutschland. Es ist das war eine Riesenabstimmung. Also es war, wenn es eine Riesenabstimmung gewesen wäre, dann wärst du ja jetzt nicht hier. Vielleicht habe ich auch mal eine kleine eigene Laudatio. Also wie das. Aber fass dich kurz, wie es deine Art ist. Ja, danke. Ich möchte was Außergewöhnliches. Ich möchte mich bei der Mutter bedanken. Ja, bei Mikes Mutter, und zwar für seine fürchterliche Kindheit. Ja, es ist ja heute schon angekündigt, und große Männer haben ja auch meist eine komische Männer haben meistens eine große Mutter. Jedenfalls als das hat schon sehr früh angefangen, glaube ich, als er gerade geboren war und sie in die Wiege geguckt hat. Da sollen wohl ihre ersten Worte gewesen sein: Gut, das ist der Storch, aber wo ist das Baby? Jetzt darfst du weiterreden, da hast du deine Rückhaltung. Ich bin ganz begeistert, ich habe mich so gefreut, weil als die Einladung kam, und das hieß ja dann schon so engere Wahl, da habe ich schon nur noch von Bambi geträumt und auch von seinen Freunden, von Schneewittchen, von Herkules. Und Schneewittchen und Herkules standen neben dem Glöckner von Notre Dame in meinem Traum, und Herkules sagte: Sollen wir noch mal gucken, ob wir immer noch die Tollsten sind? Ich der Stärkste, Schneewittchen die Schönste und der Glöckner immer noch der Hässlichste von allen? Ja, das wollten sie probieren. Da sagte Schneewittchen: Ich habe ja nebenan noch den Spiegel, den können wir fragen. Geht rüber ins Schlafzimmer, fragt den Spiegel, kommt nach einer guten Minute wieder zurück und sagt: Ja, der Spiegel hat gesagt, ich bin immer noch die Schönste im ganzen Land. Herkules prescht an ihr vorbei, spricht mit dem Spiegel eine Minute, kommt wieder raus und sagt: Ja, der Spiegel hat gesagt, ich bin immer noch der Stärkste im ganzen Land. Der Glöckner wieselt zwischen den beiden durch, in das Schlafzimmer, vor den Spiegel, spricht mit dem Spiegel eine Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, kommt wieder raus, butterrot, zittert am ganzen Körper, stinksauer und sagt: Wer zum Teufel ist Gildo Horn? Herzlichen Glückwunsch! Ja! Es ist so, ich hätte fast nicht kommen können, weil ich nur haarscharf was Passendes zum Anziehen gefunden habe. Ich habe mich extra für dieses Ereignis in einen Haute-Couture-Salon begeben. Nette Verkäuferin, die hat mich da in einen Schlauch hineingefärscht. Kriegt den Reißverschluss nur 10 cm zu, baut sich aber dennoch vor mir auf und sagt:
Das ist wie für Sie gemacht? Ich habe mich dann kurzfristig für etwas anderes entschlossen. Wenn man sich hier so umguckt, man kennt das. Also es gibt ja tatsächlich Frauen, die tun für ihr Äußeres Dinge. Dafür käme jeder Gebrauchtwarenhändler in Gefängnis. Nee. Ja, ist so. Ne? Nichtsdestotrotz. Meine Damen und Herren, ich bin ja so ein bisschen die Parodie-Ecke bei 7 Tage, 7 Köpfe und ich muss eine Frage gleich beantworten, weil mich schon 10 Leute gefragt haben, hast du eigentlich den Schröder schon drauf? Und komisch, dieselbe Frage ist Doris Köpf vor 3 Jahren auch schon gefragt worden. Gerhard Schröder... Gerhard Schröder würde jetzt wahrscheinlich sagen, offen gesagt, ich mag das Bambi. Ich finde das auch ganz in Ordnung, aber ich brauche das nicht. Mir reicht schon mein Oscar. Wir sind alle Fans von der Wochenshow und wir wissen sicher, dass die im nächsten Jahr auch ein Bambi bekommen. Aber für mich ist es das 5. Bambi in 33 Jahren. Ja, aber es war jedes Mal, alle 5 Male vom Publikum, von den Zuschauern ein Bambi bekommen. Gerade in der heutigen Zeit das Wichtigste, was es gibt, ne? Publikum und so. Aber ich wollte nur noch sagen, mein Großvater war Showmaster, mein Vater war Showmaster, ich bin Showmaster und mein Sohn, der zum ersten Mal bei einer Bambi-Verleihung dabei ist, möchte ich nur einen Tipp geben. Alexander, wenn du mal einen Bambi bekommen möchtest, dann wäre der Autovermieter. Ja? Okay, hallo.